Hallo, hier ist Stefan von Max2Play und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit dem Framework von Max2Play eigene Plugins erstellen könnt und somit eigene Befehle an das Backend weitergeben könnt und ja, eigene Anwendungen erstellen könnt. Für die Plugin-Konfiguration über das Webinterface gibt es unter dem Punkt Einstellungen im unteren Bereich die Plugin-Konfiguration. Hier erscheinen alle Plugins, die bereits ja, existieren und mit Max2Play ausgeliefert werden. Und man sieht hier, es gibt auch eine Example Class Setup Plugin und dieses Plugin kann kopiert werden, um ein eigenes Plugin daraus zu machen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Um erstmal hier dieses Plugin hinzuzufügen, muss man sich mit SSH auf dem Max2Play einloggen. Dafür kann man zum Beispiel Putty nehmen oder wenn man eine Linux-Umgebung hat, wie hier eine normale Konsole, dann führt man SSH als Root auf dem Max2Play aus und loggt sich mit dem Passwort ein. So, und anschließend kann man im Skriptpfad von Max2Play das Skript ausführen, welches ein neues Plugin erzeugt. Und das heißt Create Plugin. Hier ist es jetzt nur nötig, einen Namen zu vergeben. Und jetzt in dem Fall nennen wir das einfach mal Test Plugin. Und das war's auch schon. Wenn wir jetzt in unser Webinterface gehen, dann sehen wir auf dieser Seite im unteren Bereich das neue Plugin, Test Plugin Setup. Und wir können das hier, indem wir Steuerung gedrückt halten und darauf klicken, mit aktivieren. Und sobald wir diese Seite speichern, haben wir hier im oberen Bereich Navigation das Test Plugin mit vorhanden. Und in diesem Test Plugin sind bereits einige Beispiele mit hinterlegt, wie man jetzt vorgehen kann, um eben Befehle an das dahinterliegende System weiterzureichen. Da ist jetzt hier einmal ein Button, der nichts weiter macht, als eine Verzeichnisstruktur auszugeben. Und wir haben zum Beispiel noch einen Speichern-Button. Und was jetzt hier genau passiert, das ist beschrieben in dem Plugin-Verzeichnis von Max2Play. Da zeige ich euch noch, wie ihr da hinkommt und wie ihr das editieren könnt. Und zwar geht das wieder mit der Konsole und hier liegt alles im www-Verzeichnis unter Max2Play und dann Applikation, Plugins. Wenn man sich jetzt das Plugin-Verzeichnis anschaut, dann sieht man die bereits existierenden Plugins und unser Test-Plugin, was wir gerade neu erzeugt haben. Und in diesem Verzeichnis wiederum gibt es einen Controller-Ordner, einen View-Ordner und einen Übersetzungsordner mit dem Namen Lokale. Und wenn man dieses anschauen möchte, was passiert eigentlich, wenn man auf den Speichern-Button zum Beispiel klickt, dann kann man sich im Controller-Ordner die Setup-Datei anschauen. Das kann man natürlich mit jedem beliebigen Editor öffnen. Und hier sind jetzt einige Beispiele drin, was passiert, wenn zum Beispiel auf den Button geklickt wird, auf den Speichern-Button oder auf den Do Something-Button. Und hier kann man nur noch eigene Funktionen hinterlegen. Also das heißt, eigene Befehle an das dahinterliegende System weiterreichen. Wie das genau funktioniert, ist ja auch in einigen Beispielfunktionen erklärt. Und man kann dann auch Ausgaben wiederum aus diesem Skript an das Webinterface herausgeben. Man muss hier ein bisschen rumspielen, kann sich auch die anderen Skripte anschauen, was genau schon umgesetzt wurde, zum Beispiel bei den Audioplayer-Einstellungen und ähnlichem, und kann da auch ein bisschen abschauen, wenn man jetzt eben eigene Sachen hier verwirklichen möchte. Ja, genau. Ansonsten gibt es da nicht sehr viel, nicht so viel dazu zu sagen. Der Support wiederum, wenn ihr Fragen habt, gern im Forum stellen.
Und ja, das war's dann soweit. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.